Und zurück bei Let's Play Drachensänger am Fluss, die Zeit mit Nachtwache Pagol. Und wir müssen zum Patrouillenpunkt und da müssen wir da rauf, hinter uns. Schätze ich. Können wir dich spielen? Der Crew Pagol, Partymitglied auf Zeit? Natürlich nicht. Denn ich bin auch nur New Vision Stadtwache auf Zeit. Und so hast du auch nicht einen höheren Rang verdient als ich. Ruckel, Ruckel. Da ist doch wer. Schatz, du machst uns ja komplett lächerlich. Was sollen denn die Nachbarn denken? Psst. Komm, sei lieb und lass mich wieder rein. Bei Praios dem Gerechten, das darf nicht wahr sein. Mach sofort die Tür auf. Komm schon, meine Süße. Ich verspreche auch, es kommt wir schleichen wieder. Schleichen uns einfach vorbei, okay, Ehrenwort. Wenn du nicht sofort aufmachst, trete... Er hat uns bemerkt. Hallo. Eine schöne Nacht, findet ihr nicht? Also dieser Sternenhimmel, wirklich beeindruckend. Ja, irgendwie schon. Ziemlich sternig und so. Tu nicht so unscheinheilig. Und hör mit diesem Geschrei auf. Keine Randale, klar? Denn wir sind von der Stadtwache. Nein, gewiss nicht. Okay. Was ist denn los? Ihr haltet ja die ganze Stadt wach. Dann, das sah aber sehr nach Randale aus. Oh, wirklich? Wie unaufmerksam von mir. Das war nicht meine Absicht. Es handelt sich nur um ein kleines Problem, ein klitzekleines, nicht weiter von Bedeutung. Okay, dann gehen wir mal. Dann könnt ihr es hier ohne Bedenken erzählen. Ach, wisst ihr, meine Frau hat sich heute mal wieder schrecklich über eine Kleinigkeit aufgeregt und mich einfach ausgesperrt. Dabei war überhaupt nichts. Nichts! Überreden. Aber guter Mann, so beruhigt euch doch. Wenn ihr euch nichts vorzuwerfen habt, gibt es doch gar keinen Grund für so eine Aufregung. Schlaft ausnahmsweise nach dem Gasthaus, morgen ist in Sicherheit alles wieder im Lot. Ihr werdet sehen. Beruhigt euch, oder ihr verbringt die Nacht im Kerker. Du. Also bitte, jetzt darf ich nicht mal mein Haus betreten? Nein, denn wir sind New Vision Stadtwache auf Zeit und Pagol Partymitglied auf Zeit. Wir sind höher als du. Beruhigt euch doch, oder verbringt die Nacht im Kerker. Oh nein, das wird nicht nötig sein. Ich bin die Ruhe selbst. Wisst ihr was? Ich genieße einfach ein bisschen die frische Nachtluft. Vielleicht gehe ich nachher noch auf ein Bier ins Wirtshaus. Mal sehen. Jetzt auf einmal. Eine gute Idee, aber dass nichts zu viele Bierchen werden. Gewiss nicht. Ich wünsche noch eine ruhige Nacht. Danke. Du gute bist Nacht, ein Mann. Guter Redner. Für den Anfang gar nicht übel. Als nächstes schauen wir hinter den Tempel. Da treiben sich manchmal so quere Land... Querelle... Ach, du weißt, was ich meine. Ach, Pagol. Du bist der klügste Partymitglied, das ich je hatte. Bin ich nicht auch dein einziges Partymitglied? Pagol. Verdirb nicht den Moment. Okay. Hinter die Kirche, da gibt es Querelle... Ich hab was gehört. Eine Katze, wetten wir? Ha? Ich hab's noch gewusst. Hab ich mich erschrocken. Verfixte Katze, verfixte. Meinst du nicht Verhexte? Glaub mir, die tun nichts. Nun lass doch die Katze, hier ist sonst niemand. Na gut, wenn du meinst, dann auf zum Marktplatz. Gut, Rekrut Pagol. Tiere werden gefangen gehalten! Grasig gefangen gehalten. Rekrut Pagol, ein Verstoß. Wir müssen sie sofort aufhalten. Ich meine, Partymitglied auf Zeit, Pagol. Okay, gehen wir halt zum Stadtplatz, wenn du meinst, Pagol. Ein schäbiges Fass. Die lassen wir erstmal. Zuerst kämpfen wir. Yeah, Pagol. Ich steck lieber die Waffe ein, das sieht zu bedrohlich aus, da rennen sie doch gleich weg. Genau! Dieser feine Herr auf seinem
Schloss. Du hast ein Schloss, Bagger. Schöne Schwester. Bin doch nicht weg von mir. Okay, gehen wir mal hin. Geht aber nichts über ein ordentliches Fläschchen Koschwasser. Nö. Oha, die Wachmeister. Na, auch ein Schlückchen? Gefällig? Aber gehen, stimmt's nicht, Pagol? Nein, danke, wir sind im Dienst. Ach, ein kleines Schlückchen kann nicht schaden. Hört gefälligst auf zu schwanken und erzählt mir, was ihr hier macht. Nichts da! Was macht ihr, Trunkenbolde hier? Ja, hol mal Tiefluft. Ja. Genau. Ihr habt doch nicht gelauscht. Nö, oder? Wir sind nur 2 Meter weg von euch gestanden und haben ein bisschen Gras gepflückt. Ich habe Gras alles gehört. Im Mittelalter ist Gras gepflückt. Ihr zahlt sofort 5 Silberlinge Strafe für Beleidigung des Barons. Jawohl. Genau, das ist nicht viel, denn ich habe schon heute mehr verwettet als ihr. Herr Wachtmeister! Ach, können Sie doch nicht machen! Doch, können wir mal. Los, oder ab, wir drücken noch mal ein Auge zu. Aber sicher können wir das. 5 Silber her, oder ihr lernt gleich Hauptmann Nerulf persönlich kennen. Okay, versuchen wir überreden. Nein! Könnt ihr nicht hören? 5 Silber, sagt er, nicht? 10. Wer ist denn hier betrunken, ha? Na gut, da habt ihr die Klinge längst. Schönen Abend noch! Alle zusammen! Das nächste Mal sind wir nicht so nett. Den haben wir es aber gezeigt, was? Jo. Ja, betrunken auszunehmen ist wirklich eine reife Leistung. War das nicht ein bisschen streng? Streng? Aber wenn der Hauptmann doch sagt, wir sollen das machen, dann stimmt das auch. Ja, naja, wie auch immer. Jetzt müssen wir zum Osttor. Zum Osttor. Okay. Was soll's? Beim nächsten Mal werde ich wieder nachsichtiger sein. Alles gut. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass Überreden nicht funktioniert und wollte dann die erste Antwort. Dann zum Südtor. Aber naja. Hey, schäbige Fässer, darf ich die zu drüben ein paar Gold? Aber natürlich, da war man nichts dagegen. Ihr habt hier einen coolen Wachmann. Ehrlich. Okay, wo ist das Südtor? Darunter. Dum, 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 dum. Mit unseren beiden Superhelden. Auf Zeit. Natürlich. Und wer ist da? Ich sehe niemand. Doch, eine Wolfsratte. Tada! Kann ich dich auch parken? Ach, Pagol. Okay, kämpfen wir. Fight! Oh mein Gott. Monsterkiller, Wolfsratten, Dinger, Dings, die in der Kanalisation hausten. Sie befallen uns von allen Seiten, was sollen wir nur tun? Wir sind zu schwach. Nein, sind wir zum Glück nicht. Hoho. Sie haben exquisite Beute, nämlich Wolfsrattenschwänze dabei. Du auch. Was kann ich hier? Nichts. Info. Die Wolfsratte ist außergewöhnlich groß und aggressiv. Wow. Mussten wir leider schon im eigenen Leibe erfahren. Südtor ist noch weiter südlich. Deswegen auch Südtor. Also gut. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Nein, hier war nichts. Oder? Doch. Eine alte Kiste. Yeah. Das zahlte sich aus. Einfache Verbände sind nämlich teuer heutzutage. Oh ja.
Na, ich glaub, die Schatten spielen mir einen Streich. Ist das nicht Pargol? Rekrut auf Lebenszeit? Nein, er ist Pargol, Partymitglied auf Zeit. Jawohl, melde gehorsamst das... Hey, pass auf, was du sagst, Carolus, sonst mach ich... Also dann... Nichts für ungut, Pargol. Bis du zu Ende gedacht hast, steht die Praios-Scheibe am Himmel. Aber du hast ja heute jemanden mitgebracht. Den darf ich vorstellen? New Vision. Stadtwache auf Zeit und Partymitglied auf Ever. Mein Waffenmeister hat mich zu Hauptmann Nirulf geschickt, damit ich von ihm noch ein paar Kniffe lerne. Und da schickt Nirulf dich auf Nachtwache? Na dann pass auf, dass du nicht wie unser Hauptmann endest. Der ist nach dem ganzen Wachdienst nur noch ein Schatten seiner selbst. Erzähl doch mal was über Nirulf. Komm, Bardo, gehen wir weiter. Nirulf hat mit ein paar Recken damals an der Trollpforte gegen die Oger gekämpft. Aber das Bemerkenswerteste an dem Hauptmann ist, ich glaube, er hat sich noch nie in seinem Leben für irgendetwas schmieren lassen. Habe genug geplaudert. Wünsche euch noch eine ruhige Nacht. Dir auch, Stadtgottest. Wegen vorhin. Wir sprechen uns noch, Carolus. Auf zum... verfext, jetzt hab ich die nächste Station. Was war das noch? Ja, Breitenweg. Also auf zum Breitenweg. Du bist echt eine Leuchte, Pavel. Dunkel. War da nicht was? Wo? Siehst du etwa wieder Gespenster? Ah. Nur diese einfachen Wolfsratten. Da verschwende ich nicht mal an meiner Fähigkeit. Mach sie fertig! Oh mein Gott, sie haben schon wieder eingekreist, die Monster-Wolfratten mit ihren riesigen Schwänzen, schwüßen Augen und mit ihrem scharfen Blick wie ein Wolf. Boah. Wir werden alle sterben, Pargol. Auf Rekrut auf Lebenszeit. Ein neuer Name. Oh mein Gott, sie ist übermächtig. Sie nimmt keinen Schaden. Gut. Nehmen wir alles. Denn wir können alles gebrauchen. Gut, weiter. Gen Norden. Oder? Nicht gen Norden? Doch gen Norden. Der breite Weg ist da oben. Wer nennt einen Weg breiten Weg? Natürlich Naroret. Die Stadt der Städte. Ah, eine Baustelle. Check. Naroret noch im Bau. Hm? Wasserrad. Nebel. Oh mein Gott, Räuber. Reden wir mal mit ihnen ganz friedlich. Zur Hilfe! Was ist, reicher Städter? Heda, was geht hier vor? Mann, du redest zu viel. Auf sie! Okay. Und du bleibst schön hier stehen, wenn dir dein Leben lieb ist. Wo ist der reiche Städter hin? Okay, für die vergolde ich einen Wuchtschlag. Oh mein Gott, sie sind zu... Brennend. Ich schwör's. Ja. Auf sie, Pargol! Rekrut auf Lebenszeit! Mit Gebrüll! Gut. Los, alle ausbeuten. Herrje, bei den Zwölfen, das war knapp. Ich war richtig starr vor Angst. Danke. Seid in Ordnung. Ja, ja, mir fehlt nichts. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen und habt diese Halunken vertrieben. Hab Dank. Keine Ursache, Mann. Nun, das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Ich bin froh, dass ihr des Nachts für Sicherheit auf der Straße sorgt. Gehabt euch wohl. Beireicher Städter. Gute Nacht. Ho, ho, ho. Das war gut. Los zum Hafen und dann zurück in die Kaserne. Was machen wir mit dem Burschen? Wir können sie doch nicht einfach hier liegen lassen. Ach, lass uns erstmal die Runde zu Ende drehen. Ich komme immer so leicht durcheinander, wenn ich so viel auf einmal erledigen muss. Oh, armer Pargol. Das geht doch nicht. Bis wir wieder hier sind, sind die doch längst aufgewacht und verschwunden. Na, vielleicht haben sie es dann begriffen, dass wir hier in Naroret keine Räuber dulden. Und jetzt weiter. Die Streife hat